Arzt. Du brauchst noch einen Eisenbogen. Du brauchst noch überhaupt was. Also Seth ist schon wirklich von den Werten her ist er gut. Er ist schon wirklich gut. Zwar nicht der Beste und er ist auch nicht der Stärkste. Er wird auch später nicht der Stärkste, aber er ist gut von den Werten her. Es gibt wirklich schlechte. So, dann gehen wir weiter in Kapitel 6. Wir müssen weiter Richtung Rennwall. Und hier in diesem Kapitel gibt es eigentlich eine Besonderheit. Hey! Help me! Bla 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 bla. Ja, der teleportiert die jetzt dahin. Und von dem Berg her. Auf dem Berg dort, da kommen gleich, ja, wie soll ich das sagen, gewisse Einheiten. Und diese gewisse Einheit, das ist nämlich nur eine, die kann böse Sachen machen. Und deswegen müssen wir auf den Berg fliegen und diese böse Einheit besiegen. Und diese böse Einheit ist nämlich eine Spinne. Und diese Spinne ist stark. So. Wir benutzen mal die Fackel. Und auf einmal sehen wir viel mehr. Und das ist die Angriffsreihe, die uns attackieren wird. Und wir werden keinen davon attackieren. Zumindest jetzt noch nicht. Wir werden dann auch noch gleich zuhauen. So. Schnell ging's. Weiter laufen wir. Aua. Na gut, wir haben ja Natascha. Die könnte Arthur ja sogar noch heilen. Oh, dass sie auch alle den angreifen müssen. Iron Blade. Stecken wir ins Lager. Ja, dann kann ich schon gleich wieder mit der nach hier oben ziehen. Wow. Zweimal 17. Als Ritter gegen so einen, das ist schon wirklich gut. Wie gut sehen wir gleich? Na gut, ich habe eine Geschwindigkeit von 4 und die haben eine Geschwindigkeit von 1. Erklärt alles, ich nehme alles wieder zurück. Weich doch auch aus! Idiot! Ja, Arthur macht halt auch alles dann recht schnell platt jetzt. Na gut, die wird ja wohl kaum getroffen. Oh Gott! Auch mit einem Schlag schon. Der zieht mir eins! Ha! Süß! Aua! Bam! Volle Kanne! Verteidigung! Die steigt und steigt. Das ist eigentlich auch das Wichtigste bei ihm.
die Verteidigung. Kritisch. Jetzt wisst ihr auch, wie ein kritischer Treffer bei Arthur aussieht. Nämlich hält er da länger inne. Ja, okay. Halbert, eine helle Barde, die ist stark in die Kavallerie, also gegen die ganzen Kavaliere. Hui, Danielgau. Oh oh. Ach, das ist nicht so schlimm. Ich würde mir nur 9 abziehen. Zack. Und nochmal. Also der zieht mir 0 ab, da kann er mich ja ruhig zweimal treffen. Aber du heilst ihn trotzdem. So, bam. Und nochmal. Bam. Ja, auch Garcia hat Skill dazu bekommen. Und die Naini hat sehr viel Skill dazu bekommen. Wie man sieht, Stärke 13, Geschwindigkeit, Speed ist sehr hoch. Er ist auch wirklich nicht so schlecht. Er hat halt nur 10 Geschwindigkeit, aber hier Joshua, unser Neuling, auch wirklich schon verdammt gut. Weil die hat wirklich hier am meisten. Also 14 Verteidigung, 13 Resistenz. Wow. Wirklich, also das ist schon sehr, 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 sehr gut. Halt auch nur 23 KP, deswegen die 14 Verteidigung sogar selbst bei ihr nicht so viel sein können. Die hat Angriff wie blöd. Ich weiß gar nicht, worin der eigentlich so besonders gut ist. Geschwindigkeit? Na gut, 15. Und die Fähigkeit ist auch nicht so hoch jetzt, dass man davor Respekt haben sollte. Also 12 ist auch nichts. So, mit der können wir nämlich auf den Berg fliegen und dann, ja, legen wir los. Ich glaube, ich sollte mal endlich das Eisenschwert ausrüsten. Oh oh. Aua. Ist aber auch faul zum Ausweichen, der Typ. Ha. Mann. 95%! Wieso? Was habe ich angestellt, dass das jedes Mal noch gerade nur in diesem Let's Play so ist? Ah. Scheiße! Oh, na gut, das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Oh, der hat sogar Pflege mit. Das heißt, er wird mit Sicherheit geheilt. So, erstmal muss der geheilt werden. Gut. Oh, cool. So. Ich
Gut, zwei Treffer gegen Eisenschwert, das ist nicht schlecht. Du stichst die mit dem Rapier ab. Eine Ziehe, ja, toll. Gut. Scheiße! Ich hab's immer noch nicht geändert. Naja, so kann man ja immerhin erstmal die ganzen Typen hier platt machen. Aber diese Spinne scheint da wirklich jetzt nicht angekrabbelt zu kommen. Ah, da ist er doch. Boss Layer. So. Dann töten wir mal das Spinnchen. So ist's gut. Das heißt, den Passanten da unten kann nichts passieren und wir können uns jetzt um den Boss kümmern, der die letzte verbleibende lebende Person sogar noch ist. Das musst du noch oben machen. Das Schwert musst du noch oben machen. Dann nehmen wir auch das Schwert. Auf Franz! Zeig ihm, wo der Hammer hängt. Der sieht komisch aus. Dieses hässliche Grün. Yay, Waffenlevel hoch. Und tschüss. Ein Orionspfeil. Das heißt, wir können Nymi weiterentwickeln. Und das werden wir auch machen. Und zwar können wir sie weiterentwickeln zu einem Waldläufer oder zu einem Scharfschützen. Und da wir später noch einen Scharfschützen bekommen werden, werden wir sie zur Waldläuferin machen. Und sie wird die einzige Waldläuferin sein, die wir überhaupt haben. Und sie kann ein Schwert benutzen. Was wir ausnutzen und ihr gleich ein Stahlschwert und ein Eisen, eine Eisenklinge geben. Ich glaube, ich sollte der Lute auch erstmal zumindest noch ein Feuer kaufen. Gehen wir nach Renval und befreien Ebrahim. Und in Renval gibt es auch noch etwas Besonderes. Nämlich gibt es hier ein sogenanntes Ritterwappen. Mit dem Ritterwappen können wir Kavaliere oder Ritter natürlich weiter. Ich überlege gerade, ob ich eigentlich immer mitnehme, aber das brauche ich eigentlich nicht so wirklich. Ich mache ich noch stark. So, du kannst aber raus. Ach doch, dann kannst du doch mit. Nee, der See kommt nicht mehr mit. So.
So, dann kümmerst du dich direkt nur um die zwei hier oben. Und wir rennen jetzt alle erstmal schön nach vorne. Bam! Ja, hier gibt es auch wieder eine kleine Neuigkeit, nämlich diese, nicht die Schützen, sondern da, wo die Schützen draufstehen. Das sind sogenannte... Das sind sogenannte Ballisten. Und diese Ballisten sind gefährlich. Gefährlich für alle flügelnde Einheiten, für alle Einheiten, die keine hohe Verteidigung haben. Weil Ballisten sind nämlich Fernwaffen. Und diese Waffen können halt, wie es schon heißen, natürlich aus der Ferne angreifen. Ich glaube, von 3 bis zu 10 Feldern geht die Reichweite. Und deswegen sind die wirklich für Magier und für geflügelte Einheiten Gift. Fast wie Gift. Weil die sind auch wirklich noch recht stark vom Angriff. Zack. Und bam. 10 Geschwindigkeit. Na gut, die Gegner sind dann nicht so schnell. Da ist das ja... Kann das ja mal sein. Na seht, du sollst dich angegriffen werden. Wird niemand gerettet. Jeder muss auf sich selbst aufpassen. Wow! Voll daneben! Zack! Sehr gut, nein. Ja, die muss jetzt wirklich viel mit den mit Schwertern kämpfen. Sehr viel mit Schwertern. No damage. Sau geil. Und da kriegt sie auch keinen Schaden. Ja, ist sie so über von der Verteidigung her. Ach du meine Güte. Na gut, ne, wenn ich das erste Mal nicht treffe, treffe ich dann halt das zweite Mal. Cool. Pure Water. Pure Water, oder wie es im Deutschen heißt, Weihwasser, ist da, um die Resistenz der Person, die es benutzt, ich glaube, um 7 oder 8 Punkte sogar zu steigern. Gut, 11 Verteidigung und 13 Resistenz, also gehört die Vanessa ja auch. So. Zack. Normal. Boom. Gut, dass du der nichts abziehst, das ist klar. Weil gerade diese geflügelten Einheiten sind oftmals, bis auf die Wyvern-Ritter, sind die... Die Pegasus-Ritter sind alle stark in der Resistenz und sind von der Verteidigung sogar meistens sogar noch weniger. Also, ja, die sind großteils alle wirklich in der Resistenz sehr gut. Bam! Bam! So sieht's mal aus. Hey! Ich greife mal nicht so einfach an. Na gut. Dass der keine Chance hat, das ist ja eigentlich klar. Hoho! Ho! Boah!
Das ist krass. Mit einem Feuer Magier selbst mit einem Schlag besiegen. Wow. Wow. Da bin ich jetzt wirklich erstaunt. Und damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Das heißt ja, die ist wirklich übermäßig stark. Ja, Franz macht das auch gut. Die legt... Ups, schon wieder aus, wir sind auf Vorsprung gekommen. Das passiert mir immer wieder aus Versehen. Und, ja, ich habe mir etwas überlegt. Nämlich, dass ich... Nein, das Spiel teilt sich nämlich ab einem gewissen Zeitpunkt. Den Zeitpunkt, den werdet ihr gleich sehen. Das kommt nämlich bald. Und ich werde zwei verschiedene Seiten von dem Let's Play mal zeigen. Nämlich die zwei Seiten, die es halt gibt. Und ja, das war's eigentlich. Nein, ich werde auf jeden Fall, weil man kann mit Ibrahim oder Erika gehen. Und ich werde dann halt einmal das Let's Play zu Ende machen mit Erika und einmal werde ich das Let's Play zu Ende machen mit Ibrahim. Ja. Und dann könnt ihr am Ende entscheiden, welches war spannender, welches hat euch besser gefallen. Beziehungsweise welche Kapitel, weil die Kapitel unterscheiden sich nur in... Ja, ich glaube in 5 oder 6 verschiedenen Kapiteln, von 9 bis zur 14. Ist es anders. Vom Rest her ist es total gleich. Na gut, die Einheiten können jetzt eigentlich schon fast hinten bleiben. Die Erika muss mit nach vorne. Einheiten, die jetzt noch nicht Level 20 sind. Und der Franz kann natürlich auch nicht mehr vorne. Wenn er ja eh schon die ganze Zeit so ein Frontal-Kämpfer ist, wie es ausschaut, scheint es ihm auch zu gefallen an der Spitze. Dann macht er das auch. Zieht er das auch durch. Hat er das auch durchzuziehen, sagen wir es so. Nein! Sie haben mir eins abgezogen. So, du bist der Mensch. Und dann machst du den Crossplatz. Ja. Geht ja. Mit Blitz einfach mal so schnell nebenbei. Zack, zack, weg ist er. Bam und bam. So. Wir sind jetzt in Renwall. Das ist Orson. Der zeigt uns jetzt den Weg zu Ibrahim. It's a trap. So. Ihr habt's gesehen. Orson ist rot geworden. Und weg. Das heißt, Orson hat uns verraten. Sie haben die Brücke hinter uns kaputt gemacht und wir müssen uns jetzt aus einer Falle heraus befreien. So, hier brauchen wir aber auch noch jemand ganz Besonderen. Und zwar Colm. Weil hier geht es auch noch darum, dass wir gewisse Schatztruhen plündern müssen. Boah, wir haben recht viel Angriff. Boom!
Und nochmal Boom. Ja. Ich ziehe nur mit wenigen Einheiten nach hier links. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Nämlich links bekommen wir noch 3 Einheiten dazu. Dass der Blattes gegen den Arthur ist, ist natürlich klar. Dolki! Mann! Ja. Oh! Ha! Das war's. Schon wieder Blatt. Das ist Ibrahim. Der ist auch noch mitgekommen. Beziehungsweise nachgekommen. Muss ja noch aus dem Gefängnis befreien. So, und da Naimi ja jemand ist, der sich kaum treffen lässt. Nicht sogar noch Verteidigung herkriegt. Was bei Naimi wirklich nicht oft passiert. So langsam fuckt mich mein iPhone wirklich mega ab. Boom. Und boom. Alles klar, jetzt müssen wir nur noch hier oben durchstürmen. So, super böse Musik ist das hier. Das soll uns Angst machen. Na komm. Oh, no damage. Und tot. Wieder ein Level up. Der ist Level 4 schon. Wir sind gerade mal in Kapitel 8 und er ist schon weiterentwickelt und schon Level 4. Okay. Dann zeigen wir mal, was wir können. Wir stürmen hier durch. Zumindest soweit es geht. Boom und boom. Wir rennen hier durch. Zack. Und lassen den Ibrahim hier unten stehen. Denn das hat einen guten Grund, warum wir das jetzt machen. Weil dort kommen noch 2 Kavaliere und mit diesem Regenlife, den der hat, zieht er gegen Kavaliere viel mehr. Und ja, so steigt er dann auch noch mindestens ein Level auf und deswegen lassen wir die einfach unbestimmt. Mir fehlt noch... Achso, wie viel zu geben. Und dann auch noch 10 KP. Javelin Broke. Jetzt warten wir noch mit der Eisenlanze zu. Oder killt die ja eh alle jetzt. Das ist ja schon...
eigentlich klar. Und dann von 38% lässt er sich treffen. Vorher bei 50 ausgewichen und jetzt bei 38. Jetzt darfst du mal mit ihrem Bogen schießen. Das erste Mal, als seitdem die Waldläuferin ist. Den hat sie ja auf A schon. Das ist wirklich gut. Und jetzt zieh den ja null. Also der Boss erst gar nicht probieren. Nein. Scheiße. Ja, dann machen wir es halt so. Ist interessant. 12 hört sich nicht so viel an, aber wenn in kritischen Nacht sind es 36. Und das ist dann wirklich viel. Wirklich viel in diesem Spiel hier. 36 KP. Das ist eine Menge. Und auch gerade wenn man das irgendwie gegen Ritter oder gegen Bossgegner oder so macht. Das kann schon mal dazu führen, dass die sogar dann recht schnell platt sind. Genau, die drei weil ich. Um die drei wird er sich jetzt kümmern. Den stichst du jetzt erstmal ab. Bam. Fällt ab. Verteidigung, Geschwindigkeit, Fähigkeit, Stärke und KP. Naja. Aber 5 Resistenz. Der hat mit einem Resistenz wohl angefangen. Das rechne ich dem hoch an. Chest. Angelic Roll. Gut. Das ist ja eigentlich auch klar. Gegen Arthur. Gegen starke Magier haben wir kaum Einheiten eine Chance zu überleben. Gibt's wirklich nur wenige. Wir haben noch die Meisterlanze ausgerüstet. Naja, so wenn die anderen trotzdem keine Chance haben. Die Männer hat nur zweimal normal zuhauen. Yeah! Der 9. Skill C. Und auch das Langspeer trifft ihn nicht. Ein Dieb! Oh, 34. Das ist eine Menge.